Hallo, ich bin Daniela, ein spirituelles Medium aus der Schweiz. Und heute erkläre ich dir mal, wie man ein gutes Medium findet. Zuerst einmal ist es ganz wichtig, dass du dich entscheidest, wozu du zu einem Medium gehst. Möchtest du gerne mit deinen Liebsten in der geistigen Welt sprechen oder geht es wirklich um dich, um dein Leben, um Entscheidungen, die du treffen musst oder willst oder Veränderungen, die jetzt zukommen oder auch darum, dein Potenzial zu erkennen? Weil das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Es gibt sensitive Medien, die verbinden sich mit dir, haben aber nicht unbedingt die Fähigkeit, sich mit deinen Liebsten in der geistigen Welt zu verbinden. Und es gibt Medien, die machen beides. Ich gehöre zu denen, ich mache Jenseitskontakte und verbinde mich mit Seelen aus der geistigen Welt, aber auch mediale Beratungen. Das ist einmal der erste Schritt, den du für dich entscheiden darfst. Das nächste ist auch ganz, ganz wichtig, dass du dich vielleicht in deinem Freundeskreis auch mal umhörst. Wer war schon bei einem Medium und wie haben die gearbeitet und waren sie begeistert oder nicht? Falls es aber jetzt nicht der Fall ist, dass deine Freunde oder Verwandte schon einmal bei einem Medium waren, dann ist es ganz wichtig, geh doch mal aufs Internet und schau mal nach. Geh auf die verschiedenen Seiten der Medien und lese mal nach, nicht nur, wie sie zu der Medialität gekommen sind oder was sie darüber schreiben, vielleicht haben sie sogar auch einen Blog, sondern auch über ihre Ausbildung. Was für Ausbildungen haben sie gemacht? Denn man wird nicht einfach so durch einen Wochenendkurs zum professionellen Medium. Die meisten, die so arbeiten und die wirklich gut sind, haben eine jahrelange Ausbildung hinter sich. Teilweise haben sie sich sogar auch zertifizieren lassen. Aber auch hier, ein Papier an der Hand bedeutet nicht, dass ein Medium wirklich top ist. Auch da ist es so, schau mal die Reviews an. Gibt es Leute, die sich, die über das Medium schon gesprochen haben, und zwar nicht nur auf der Website, sondern auch auf Google. Und schau mal nach, was andere Menschen von diesem Medium halten und auch wie sie das empfunden haben, bei diesem Medium zu sein. Nun, das ist die Vorarbeit, die du für dich so leisten kannst. Aber auch hier darf ich dir sagen, es gibt keine Garantie. Wir Medien sind auch nur Menschen. Manchmal klappt es wunderbar, manchmal nicht. Aber es gibt auch ein paar Eckpfeiler, auf die du gehen kannst, wenn du dann in der Sitzung bist. Wie verhält sich das Medium? Nun, für mich persönlich sind Beweise ganz, ganz wichtig. Egal, ob es jetzt in der medialen Beratung ist oder für Jenseitskontakte. Das Medium muss dir Beweise erbringen. Nun, was ist ein Beweis? Oh, deine Großmutter liebt sich so sehr, ist kein Beweis. Oder, dass du gerne kochst, ja, das stimmt, aber das passt auf viele Menschen. Nun, die Details und wie tief ein Medium in die Beweisführung hineingeht, das ist genau wichtig. Okay? Also als Beispiel, nehmen wir an, eben ich habe eine Mutter hier, die sehr gerne tanzt. Nun, ja, das kann gut sein, aber nun, was hat sie Standardtänze getanzt oder hat sie jemals einen Kurs besucht oder hat sie ihr eigenes Tanzstudio gehabt? Welche Tänze hat sie geliebt? Vielleicht kommt sogar noch die Musik. War es eher Salsa oder war es Tango oder war es Walzer? Also je tiefer jemand in ein Medium in die Details geht, desto besser natürlich. Okay? Auch hier ist es so, dass es gibt Medien, die stellen die ganze Zeit Fragen. Zum Beispiel, also auch ich verlange, dass wenn jemand bei mir ist, dass er mir einfach ein Ja, ein Nein oder ich weiß es nicht gibt. Ich möchte gar keine weiteren Ausführungen erhalten oder bekommen. Aber wenn das Medium nämlich ständig fragt, du kannst schon verstehen, wenn ich dir sage, dass du jetzt gerne geritten hast. Oder ich weiß, ich kann mir vorstellen, du reitest gerne, nicht? Oder ich kann mir vorstellen, dass du gerne ins Fitnesscenter gehst, nicht? Also das ständige Fragen stellen. Ein Medium, wenn es arbeitet,
wenn es wirklich gut ist, dann kommt das Medium in einen Flow hinein. Das heißt, auch bei mir, wenn ich in diesem Flow-Zustand bin, dann redet's einfach. Also ich möchte gar keine, klar, ich verlange das ja, nein oder ich weiß es nicht, aber es ist nicht mehr so wichtig, weil ich einfach rede und ich mache klare Aussagen. Ich weiß, dass du gerne ins Fitnesszentrum gehst und wenn du im Fitnesszentrum gehst, machst du mindestens zweimal die Woche für etwa 2 Stunden. Oder dein Opa hatte eine Münzensammlung und unter diesen Münzen waren nicht nur D-Mark, alte D-Mark oder Schweizer Franken, sondern da waren auch Krügerrands und da gab es sogar eine ganz spezielle, einen ganz speziellen Münz oder ganz spezielles Geld mit einem Adlerkopf drauf und so weiter und so fort. Also das sind die Details und dann redet es einfach, ohne dass man unbedingt das Feedback vom Gegenüber erhalten muss. Das ist auch ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Wir Medien, wir stellen keine Fragen und wir möchten am liebsten auch gar keine Informationen über dich. Also achte darauf, wenn du zu einem Medium gehst, dass du nicht auch bei zum Beispiel einem Jenseitskontakt einen Namen angeben musst von jemandem, wo du mit ihnen sprechen willst oder sogar ein Foto schicken musst und so weiter und so fort, sondern die guten Medien, die möchten gar keine Informationen und sie brauchen es auch gar nicht. Sie müssen weder dich sehen noch deinen Namen wirklich wissen. Klar, wenn du dich anmeldest, gibst du deinen Namen an, aber das könnte anstatt Susanne auch einfach Carla sein, irgendein Fantasiename. Es ist nicht nötig, dass das Medium irgendwelche Informationen über dich hat oder auch nicht über die Liebsten in der geistigen Welt. Also wenn du zu einem Medium gehst, dann achte darauf, dass dieses Medium keine Informationen von dich oder von deinen Liebsten benötigt. Am besten rufst du auch nicht diese 900er-Nummern an. Und ich sage nicht, dass all diese Menschen, die via diesen Hotlines-Readings geben, dass die schlecht sind, aber die Chancen sind sehr gering, dass du da wirklich ein gutes Medium bekommst. Ich weiß, es wird ganz viel Charlatanerie getrieben, leider. Und es ist sehr, sehr schwierig für dich da draußen das gute Medium zu finden. Es ist auch wichtig, wenn ein Medium dir sagt, du musst unbedingt diese Steinkette kaufen oder du musst mir zuerst 5.000 Euro oder Schweizer Franken bezahlen, damit ich dich heilen kann. Das ist nicht professionell und das macht kein gutes Medium. Okay? Für uns ist es wichtig, dass wir im Dienst der Menschen stehen. Okay, man sagt, wir haben eine Gabe, ja, okay, aber ich sehe das nicht so. Klar haben wir Fähigkeiten, die vielleicht ein wenig anders sind, aber es ist beim Spengler oder beim Tischler genau gleich. Die haben ein Talent und machen deshalb diesen Beruf. Aber du würdest ja auch nicht zu einem Tischler gehen und der sagt dir dann, du musst mir zuerst 10.000 Euro zahlen, dann mache ich dir einen Tisch und wenn du diesen Tisch dann bekommst, dann musst du mir dann nochmals 5.000 Euro zahlen. So, nein, wir haben eine klare Abmachung, ich bezahle dich für deine Dienstleistung und so ist es bei uns auch. Also wir verlangen nicht etwas, also klar, du bezahlst die Sitzung, aber nicht zusätzlich, damit du Heilung kriegst, musst du noch 1.000 Euro oder weiß ich was mehr zahlen. Das gibt es nicht. Okay? Also alles, was in dir auch, wenn ein Medium in dir Ängste auslöst oder mit deiner Angst spielt, und dann ist es nicht real, dann ist es Charlatanerie. Was auch ganz wichtig zu verstehen ist, wir Medien oder die wirklich seriösen und korrekt arbeitenden Medien sagen dir nicht die Zukunft voraus. Auch deine Liebsten in der geistigen Welt nicht, weil wir das nicht dürfen. Wir haben alle einen Lebensweg, den wir gehen dürfen, aber als Medium darf ich dir nicht die Entscheidungen abnehmen. Und ich darf auch nicht sagen, in 6 Monaten triffst du deinen Partner, in 12 Monaten wechselst du deinen Job, weil das alles gar nicht so klar in Stein gemeißelt ist. Das andere Problem, selbst wenn du zu einem Medium gehst, das genau das macht und sogar richtig war mit der Aussage, weil wir sehen die Zukunft ja, aber nicht zu 100%,
alles zeitweise, aber manchmal kann es stimmen. Was aber das Medium dann mit dir macht, ist, dich von dem Medium abhängig zu machen. Also stell dir vor, du warst bei einem Medium, das hat er gesagt, in 3 Monaten findest du dein Traumhaus und in 6 Monaten heiratest du deinen Partner. Und dann in 18 Monaten hast du dein Kind und das wird ein Junge sein. Nach diesen 18 Monaten hast du das Gefühl, oh, das Medium lag wirklich richtig, ich muss zurück zum Medium gehen, damit ich für die nächsten 18 Monate, für die nächsten 2 Jahre genau weiß, was ich machen muss. Und das ist Abhängigkeit. Und das ist nicht das, wofür wir Medien hier sind. Wir oder für mich als Medium ist es mir wichtig, dass du selber lernst, deinen Weg zu finden. Selber lernst, Entscheidungen zu treffen. Und das möchte ich unterstützen. Und in dir hast du alle Antworten. Es ist auch nicht so, dass wir Medien dir in einer Sitzung alles Neue, wo du noch nie gehört hast, sagen, sondern es sind meistens Dinge, die du schon in deinen Gedanken schon hattest und wir bestätigen das einfach noch zusätzlich. So kannst du dir das vorstellen. Okay? Das andere ist einfach die Zukunftsvoraussage, aber was ich sehr oft auch noch habe, sind Menschen, die zu mir kommen und mich fragen, ja, bekomme ich jetzt diesen Job? Oder hat mich mein Partner wirklich betrogen? Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich lese die Energie von den Menschen von mir gegenüber in der medialen Beratung zum Beispiel. Und genauso, wenn ich das lese, dann muss ich, wenn es um deinen Job geht oder um deine Partnerschaft geht, müsste ich mich in eine Drittperson hineinfühlen. Aber ich habe die Erlaubnis vielleicht von diesem Arbeitgeber oder von dem Partner nicht erhalten. Und das ist für mich eine Persönlichkeitsverletzung. Aber was ich machen kann, ist mich in dich hineinfühlen und sagen, ja, der Job wäre eigentlich ganz ideal für dich und du hast dich gut beworben für diese Arbeit. Jetzt liegt es in der Hand des Arbeitgebers. Oder ja, in dieser Partnerschaft sehe ich, dass das eine schöne Partnerschaft ist, aber was ihr lernen dürft, ist miteinander zu kommunizieren und zu reden. Also ich darf dir das sagen. Genauso ist es mit den Jenseitskontakten. Wir dürfen nicht von unseren Liebsten verlangen, dass sie uns Entscheidungen abnehmen oder sagen müssen, welchen Weg wir gehen müssen. Das machen sie nicht. Okay? Also ich hoffe, dass ich jetzt dir ein wenig Aufklärung gegeben habe, was ein gutes Medium ausmacht, was gewisse Regeln sind und es wird sicher nicht das letzte Mal sein. Es würde mich riesig freuen, wenn du mich abonnierst und du darfst mir jederzeit auch Fragen stellen und ich werde das vielleicht sogar im nächsten Video genau deine Frage aufnehmen. Und hinterlasse mir Feedback. Ich freue mich. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit. Alles Gute. Bis bald. Tschüss.